Hey Leute, ich bin's, euer Dreed, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Erstmal alles Gute fürs neue Jahr. Ich wünsche euch einen guten Start in 2020. Viel Gesundheit, viel Glück, hammergeile Games und alles Gute für euch und eure Familie. Heute geht's um einen besonderen Guide, nämlich wie erreicht ihr am effektivsten 100%, um den Ferrari 488 Pista 19 zu bekommen. Ohne dabei über irgendwelche Maps zu scrollen und ihr immer wieder YouTube-Videos stoppen müsst oder die Leute an die einzelnen Stellen ranfahren. Nein, ich habe was Besonderes für euch, um genau das zu erreichen, was wir nämlich haben wollen, dieses Auto. Ihr seht es schon, um den Ferrari zu bekommen, brauchen wir in allen Bezirken 100%. Außerdem bekommt ihr If You're Happy and You Know It Hupe, Regenbogen-Nitro und den schwarzen Reifenqualm. Im Detail benötigen wir dafür alle Plakatwände, Flamingos, Street Art, Speed Traps, Weitsprünge und Drift Zones. Das Problem an der Sache ist, man sieht schon einige Sammelobjekte und Aktivitäten auf seiner eigenen Map, aber nicht alle. Und die müsst ihr intensiv suchen. Und deswegen habe ich was ganz Besonderes für euch. Es geht genau um diese Karte. Und auf der Karte, die nicht im Game ist, sondern die ihr über einen Link im Browser öffnen könnt, den Link findet ihr in meiner Infobox, könnt ihr alle Aktivitäten und alle Sammelobjekte suchen und finden. Erstmal Props an den Entwickler oder an das Entwicklerteam, das sich so eine Mühe gemacht hat und hier so eine Landingpage aufgebaut hat. Echt erste Sahne, echte Ehrenmänner. Und das Tolle ist, ihr könnt tatsächlich alles filtern. Suche ich nur Flamingos, filter ich alles raus, ihr könnt zoomen, ihr könnt euch genau die Punkte bestimmen, die ihr noch braucht. Und hier sind wirklich alle Sammelobjekte und alle Aktivitäten dargestellt. Jo, das war's auch schon wieder mit meinem Video. Kurz, knackig und on point. Wenn ihr Probleme mit den Drift Zones habt, dann schaut euch einfach meinen Drift Guide an. Ist in der Infobox oder auf dem Kanal in der Playlist verlinkt. Bei den Speed Traps nehmt einfach den Porsche ASR oder den BMW, genauso wie bei den Jumps, und dann kriegt ihr die auch ohne Probleme gelöst. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr mich supporten wollt, lasst doch ein Abo da. Ich würde mich freuen. Bis demnächst. Bye bye, euer Dreed.